أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag und barakallahu fikum für eure Geduld, dass wir erst nach Maghrib eben begonnen haben. Und zwar geht es nun weiter mit einer Frage, die von Atheisten immer gestellt wird, aber die der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon mal erwähnt hat. Und zwar, was war vor dem Schöpfer? Wir haben ja das letzte Mal darüber geredet, dass das Universum einen Anfang haben muss. Die Atheisten, manche Atheisten kommentieren da unter dem Video ab und zu mal, und wiederholen dann immer das Gerede der Atheisten, was nichts Neues ist. Eines der Aussagen ist, wir wissen nicht oder wir haben noch nicht gesehen. Jetzt müsste es so langsam aber sicher wieder da sein. Ist wieder da? Okay. Also ich sagte, die Atheisten, einige argumentieren, weil wir nicht gesehen haben, dass aus dem Nichts etwas entsteht, deswegen gibt es das nicht. So wie die Argumentation, da noch niemand aus dem Jenseits zurückgekommen ist, gibt es kein Jenseits. Da niemand das Paradies gesehen hat, gibt es kein Paradies. Das ist die materialistische Ansicht. Also man muss wissen, diese Menschen haben eine Grundlage und die sagen, wir, und das ist eine erkenntnistheoretische Angelegenheit, also in der Disziplin Erkenntnistheorie. Wie erlange ich Erkenntnis? Das ist eine Teildisziplin der Philosophie, ja, die Erkenntnistheorie. Wie erlange ich Erkenntnis? Durch Sinne oder auch ohne Sinne? Also gibt es nur die Erkenntnis aufgrund meiner Sinne? Das, was mein Sehsinn, mein Hörsinn und so weiter erkennt, das existiert. Und was meine Sinne nicht erkennt oder erkennen, das existiert nicht. Das ist die materialistische Ansicht. Ist sehr, sehr alt, ja, bei der antiken Philosophie, die Sophisten und so weiter, ist also nichts Neues. Nur, dass eben diese Menschen, diese Atheisten, die das besagen, eben das wiederholen. Und wir sagen, wir Muslime sagen, die Erkenntnistheorie, die bezieht sich nicht nur auf die Erkenntnis durch Wissen, also entschuldigt, durch Sinne, sondern wir können auch Erkenntnis erlangen außerhalb des Materiellen, außerhalb des Physischen, also im Bereich des Metaphysischen. Das nennen wir Wahi, Offenbarung, ja, also durch eben Allah subhanahu wa ta'ala, aber jetzt im Rahmen der philosophischen Begriffe ist das das Metaphysische. Und deswegen bringt es nicht lange mit jemandem zu diskutieren, der nicht daran glaubt und nicht erkennen möchte, dass man auch ohne die Sinne eine Erfahrung machen kann, etwas lernen kann. Das heißt, wenn er der sagt, nein, nur was messbar ist, was sichtbar ist, was hörbar ist, existiert. Da brauchst du nicht lang mit ihm zu diskutieren. Dann müssen wir erst einmal diskutieren über die Erkenntnistheorie und die Grundlage, wie man zur Erkenntnis gelangt. Ja? Und das war damals schon der Grund, warum Aristoteles gegen die Sophisten gesprochen hat und hat gesagt, nein, nein, es gibt auch mit dem Verstand rational kann man auch etwas nachvollziehen und erkennen. Ja, diese Diskussion ist ewig alt. Ja. Aber wie gesagt, die Materialisten heutzutage, die Atheisten, die materialistisch sind, die sagen, nö, es gab niemand, also, der das gesehen hat aus nichts. Wir sagen, das brauchst du nicht. Du weißt, das, was du siehst, siehst du die Wolke? Siehst du die Sonne? Siehst du den Stuhl? Siehst du den Tisch? Siehst du den Kaffee? Du musst nicht beim ersten Geschöpf dabei gewesen sein. Das ist keine Voraussetzung, dass du das nachvollziehst, dass alles eine Ursache hat. Sondern du kannst schon jetzt dir die Geschöpfe ansehen und du merkst, wenn ich diese Wasserflasche aufmache und dann so schüttle, dann wird der Tisch nass,
Warum wurde der nass? Es gibt eine Ursache, dieses Wasser. So, das war's. Jetzt geht's los mit der Ursachenkette. Du brauchst ja nur ein Phänomen. Und jetzt sagst du, okay, das heißt, ich kann davon ableiten, es gibt Ursachen. Da brauchst du nicht bei Adam dabei gewesen zu sein, um das herauszufinden. Also gibt's Ursachen. So, und jetzt, diese Flasche muss selbst auch eine Ursache haben. Und die Ursache von dieser Flasche hat auch eine Ursache. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, diese Ursachenkette ist unendlich, also ohne Anfang. Die hat nie begonnen. Was heißt das dann? Wenn ich sage, diese Ursachenkette, A ist Ursache von B, ist Ursache von C, ist Ursache von D, ist Ursache und so weiter und so fort. Ja? Das bedeutet, wenn die Ursachenkette nie begonnen hat, würden wir nicht existieren. Sie hat nicht begonnen, es hat nicht angefangen, es ist nicht gestartet. Das bedeutet, die Welt gab es immer. Das Universum gab es immer. Heißt was mit anderen Worten? Diese Ursachenkette gab es schon immer, hat keinen Anfang. Also was? Hat nicht begonnen. Also was? Hat nicht gestartet. Also was? Existiert nicht. Etwas, was nicht beginnt. Existiert das? Oder du sagst, diese Ursachenkette hat begonnen, hat einen Beginn. Irgendwo ist der Startpunkt. Genau das sagen wir. Deswegen diese ganze Philosophieren, ja, aber aus dem Nichts, das haben wir noch nicht mitbekommen. Das ist Unfug, alles unnötiges Gequatsch. Wir haben also gesagt, das Universum, wie die Physiker selbst mit Thermodynamik und so weiter, haben wir ja letztes Mal besprochen, haben belegt, dass es einen Anfang geben muss. Dieses Universum muss einen Anfang geben, sonst würde es gar nicht mehr existieren. Warum? Aufgrund der Erfrierung und so weiter. Das hatte ich letzte Woche besprochen. Jetzt ist die Frage, die Atheisten, die sagen, okay, aber warum muss es dann Allah sein? Warum nicht ein anderer? Warum, oh ihr Gläubigen, warum sagt ihr, es muss Gott sein? Warum muss es Allah subhanahu wa ta'ala sein? Richard Dawkins sagte, selbst wenn wir einen Anfang benötigen, um die unendliche Kausalität zu unterbinden. Also selbst Dawkins, der Atheist, sagt, das ist so. Deswegen diese Leute, die da doch rumdiskutieren, er muss keinen Anfang haben. Also was soll das? Also selbst die Atheisten haben das bestätigt. Es gibt einen Anfang. Keine Diskussion. Es muss einen Anfang geben. Aber was sagen diese Atheisten? Und das sagt auch Hawking und andere, es ist nicht nur Dawkins, der das sagt. Also die Atheisten, die Physiker oder Naturwissenschaftler, die atheistisch sind, die sagen, es muss einen Anfang gegeben haben. Aber warum ist es Allah? Warum nicht was anderes? Er sagt nun, selbst wenn wir einen Anfang benötigen, um die unendliche Kausalität, also die Ursachenkette, ja, diese unendliche, also ohne Anfang, zu unterbinden, gibt es keinen Beleg, dass dieser Grund mit Attributen versehen wird, also Eigenschaften hat, die man üblich einem Gott zuschreibt, wie die völlige Macht, absolutes Wissen, Güte, Perfektion und erst recht nicht, dass er die Bittgebete erhört, die Sünden vergibt und Bescheid weiß, was unsere persönlichen Gedanken sind. Also, Dawkins sagt, okay, es muss einen Anfang geben, haben wir verstanden. Aber warum muss es Gott sein? So, die Antwort lautet, wenn wir zum Beispiel ein Gerät haben, du hast ein Handy vor deiner Nase. Was alles kannst du ableiten über den Hersteller, den Konstrukteur, den in Anführungszeichen Erschaffer dieses Handys? Was kannst du denn für Eigenschaften ableiten? Ja? Er muss Wissen haben. Also kann es sein, da ist jetzt ein Handy und jemand sagt, guck mal, das habe ich gebaut. Kann es sein, dass er gar keine Ahnung hat, was überhaupt ein Handy ist? Telekommunikation, Wellen und so weiter, Gigabyte, Megabyte, der hat überhaupt keine Ahnung über diese Sache, aber stellt dir ein Handy. Er erstellt es. Kann das sein? Kann nicht sein. Sonst noch Eigenschaften? Du hast den Hersteller nie gesehen.
Du weißt nicht, wer das ist. Ja? Er muss einen Willen besitzen. Er muss es gewollt haben. Okay, weiter. Er muss die Macht dazu haben, also die Fähigkeit. Jemand, der unfähig ist, ein Handy zusammenzubauen, der hat die Gerätschaften nicht, er hat überhaupt nicht die Möglichkeiten, er braucht einen bestimmten Ort und so weiter. Wir reden jetzt über einen Menschen, ja? Okay, über einen Menschen. Er hat die Fähigkeit nicht. Kann er ein Handy erschaffen? Also konstruieren, bauen? Kann er nicht. Er ist unfähig. Sonst noch was? Was für eine Eigenschaft, ja? Er muss aus dem Nichts, also so weit sind wir jetzt nicht. Es ist einfach nur ein Handy. Es geht jetzt nicht darum, am Anfang oder nicht am Anfang, erstes Handy oder nicht. Einfach ein Handy. Ja? Bitte? Er muss Sinne haben, also das Handy wahrnehmen können, testen können. Er muss sehen können, oder nicht? Also ein Blinder wird das nicht machen können. Ja? Sondern er muss in der Lage sein, zu sehen, um zu gucken, wo muss dieses Teil hin und so weiter und so fort. Er muss lebendig sein, so trivial wie das ist, aber das ist eine Eigenschaft. Kann das ein Toter sein? Der ist tot und er erschafft jetzt ein Handy, das kann nicht sein. Also er muss lebendig sein. Er muss bei Verstand sein, er kann nicht ohne Verstand sein. Er muss weise sein. Was ist Weisheit? Also das Richtige zu tun am richtigen Ort. Also das heißt, er muss wissen, nicht nur dieses Wissen haben, sondern wissen, wie er das Wissen benutzt. Das ist ja die Weisheit, das Richtige zu tun, zur richtigen Zeit, auf richtige Art und Weise. Und. Er muss die Sachen besitzen. Also das Material, das muss er besitzen, oder? Wenn er es nicht besitzt, er hat es nicht. Kann er dann ein Handy bauen? Kann er nicht. Das heißt also, das Produkt zeigt und deutet auf den Hersteller. Mit deinem Verstand kannst du das ableiten. Musst du dabei gewesen sein, als das Handy konstruiert wurde? Musst du nicht. Du kannst ja ein fertiges Handy anschauen und du sagst, guck mal, dieser Hersteller, der kennt sich aus mit Telekommunikation, mit Informatik, diese Daten und wie sie verarbeitet werden und Wellen und bla bla bla. Und hast du den Hersteller gesehen? Nein. Warst du bei der Produktion dabei? Nein. Hast du die Produktionsstätte je gesehen? Nein. Und selbst wenn dir es keiner berichtet hat, alleine kannst du darauf kommen, auf diese Eigenschaften, dass der Hersteller das haben muss. Das heißt, wenn hier Dawkins und die Atheisten und andere Atheisten, das ist ja nicht der Einzige, der sagt, okay, es muss einen Anfang haben, aber es ist nicht Gott. Warum sagen sie, es ist nicht Gott? Weil wenn es Gott ist, hat er was zu sagen. Das ist das Problem. Sie wollen einen Anfang, der uns nichts zu sagen hat. Eine erste Ursache, die muss da sein, sagen die Atheisten selbst. Außer jetzt diese Skeptizisten, die wirklich nicht mehr wissen, ob sie selbst existieren. Ja? Also so wie Descartes und so weiter. Ja? Diese Leute, mit denen brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber die wissen, sie sind da, ja? Ich existiere, okay. Mit diesen Leuten kann man dann reden und dass man denen sagt, die Geschöpfe selbst zeigen und deuten darauf hin, dass die erste Ursache wissend sein muss. Ja, dann waren das sehr wissende Aliens aus einem anderen Universum. Gibt es wirklich solche Leute? Also das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Es gibt wirklich diese These von Atheisten, die sagen, guck mal, irgendwo da draußen gibt es Aliens, Wesen, und die haben dieses Universum erschaffen. Aha. Habt ihr sie gesehen? Nee. Habt ihr sie gehört? Nee. Haben diese Aliens Gesandte entsandt, die berichtet haben? Nee. Aha. Das ist jetzt Wissenschaft, ja? Aber dass Gott existiert, das ist alles, das sind Märchen und hier, ihr armen Gläubigen, ihr habt euren Verstand nicht und so weiter. Wie Spaghetti-Monster, ja? hab ich ja schon mal erwähnt. Ja? Alles klar, es gibt ein Spaghetti-Monster. Das heißt, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, doch, da ist irgendwas. Andere sagen, die wissen, dass es zu unvernünftig, ja, gelinde gesagt,
ist. Also sagen, es gibt eine höhere Macht. Nennen Sie Allah diese höhere Macht? Nein. Nein. Ja, warum denn? Ja, diese höhere Macht muss Wissen haben. Okay. Allah hat Wissen. Und diese höhere Macht muss Macht haben. Diese höhere Macht, oder nicht? Macht. Allah hat Macht. Es ist nicht Allah. Okay, mach weiter. Diese höhere Macht muss die Fähigkeit haben. Allah. Nein, nein. Hauptsache, es ist nicht Allah. Die Eigenschaften dieser höheren Macht, dieser ersten Ursache, die nennen das mit unterschiedlichen Begriffen. Hauptsache, es ist nicht Allah. Warum? Weil wenn es Allah ist, dann, du musst beten. Du darfst kein Schweinefleisch essen. Dann fangen die Gebote an, aber das will man ja nicht. Man will zwar zugeben, es muss einen Beginn haben, diese Welt, aber man will sich nicht unterwerfen dieser höheren Macht, dieser ersten Ursache, eben Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagen die Atheisten jetzt? Die Atheisten werfen den Gläubigen vor, dass sie Gott projiziert haben, also erfunden haben, um diese Wissenslücke zu füllen. Welche Wissenslücke? Ja, wir wissen ja nicht, was ist die erste Ursache jetzt. Wir sind uns einig mit vielen Atheisten. Es gibt eine erste Ursache. Okay? Okay, sehr schön. Was ist die erste Ursache? Die Atheisten sagen, what's up? Wir suchen ja noch, wir forschen ja noch. Ja, irgendwann sind wir auf dem Mars. Vielleicht kommen wir dann irgendwann mal zum Jupiter. Ja, vielleicht irgendwann in Millionen Jahren kommen wir dann, Allahu Alam, in ein anderes Universum sogar. What's up? Ihr Gläubige, ihr habt es eilig und ihr projiziert, ihr erfindet jetzt einen Gott und deswegen nennen sie ihn Gott der Lücken. Lücken von was? Von der Unkenntnis. Ja, wir sagen, es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was die erste Ursache ist und dann deswegen nennen wir es Gott. Noch einmal, wir haben aus der Schöpfung mit unserem Verstand, wir haben unseren Verstand eingeschaltet und haben gesehen, diese Schöpfung ist so präzise, so detailliert, so geordnet. Also haben wir Eigenschaften abgeleitet, was diese erste Ursache besitzen muss, Wissen, Fähigkeit, Macht. Es muss sehen können, hören können, also Allah Jalla Jalaluhu, er hört und er sieht und er weiß und er ist wissend. Denn ohne Wissen kann es nicht diese Existenz geben. Ohne Weisheit kann es diese Existenz nicht geben. Ohne Fähigkeit dieser ersten Ursache kann es diese Existenz nicht geben. Ein anderer Atheist sagte, und zwar Scott Todd, weil einige haben kommentiert, ja, du nennst immer Dawkins, ja, bitteschön, hier, einmal Abwechslung. Das ist, wenn man keine Argumentation mehr hat, dann kritisiert man dich wegen einer anderen Sache. Das ist so eine Taktik, das ist bekannt bei Diskussionen. Zum Beispiel, du hast jetzt keine Antwort, dann sagst du, ja, du hast sowieso in Japan studiert. Habibi, ich habe unter der Erde studiert. Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Ich habe auf dem Jupiter studiert. Das ist so eine Taktik. Man will dich dann ablenken. Bitte? Diskreditieren. Barakallahu fik. Und Laien und so, oh, da hat es ihm jetzt gegeben. Hä? Was in Japan? Habibi, ich habe nicht studiert. Bitteschön. Antworte auf den Inhalt. Vergiss mich, antworte auf den Inhalt. Ja? Aber wenn es nicht geht, der erwähnt nur Dawkins. Habibi, vergiss Dawkins, antworte doch auf den Inhalt. Auf jeden Fall. Dieser Scott sagte, selbst wenn alles darauf hinweist, dass es einen intelligenten Designer gibt, bitteschön, auch noch einmal, ja, alles weist darauf hin, muss diese Annahme aus der Wissenschaft entfernt werden, da es sich um etwas Nichtmaterielles handelt. Punkt, aus, Ende, Schluss. Wir wollen unseren Verstand nicht benutzen. Lasst uns doch in Ruhe, ihr Gläubige. Also das muss man sich mal geben. Selbst wenn alles darauf hinweist, das ist Objektivität jetzt, ja?
Das ist, ich liebe Wissenschaft. Und Wissenschaft ist das Allerwichtigste. Und wir unterwerfen uns der Wissenschaft. Selbst wenn alles darauf hinweist, dass es einen intelligenten Designer gibt, muss diese Annahme aus der Wissenschaft entfernt werden, da es sich um etwas Nicht-Materielles handelt. Was willst du mit dem noch diskutieren? Der will es nicht lernen, der will es nicht verstehen. Obwohl er zugibt, ja, es muss einen intelligenten Designer. Wie gesagt, die Ulama sagen, wir bezeichnen Allah nicht so. Ja, aber es gibt diesen Begriff eben bei der Diskussion mit Atheismus, ja, Intelligent Design, wie wir noch sehen werden. Diese Strömung, liebe Geschwister, nennt sich Scientismus, ja, Scientism. Also diejenigen, die sagen, also die Materialisten, nur was ist Wissenschaft? Nur was materialistisch oder materiell beweisbar ist. Alles andere, sobald du redest über Nicht-Materielles, also Metaphysisches, wie zum Beispiel, dass du sagst, Allah sagt im Koran, das ist doch nicht materialistisch. Der Koran ist schon da als Buch, aber ich meine, dass Allah spricht, das ist für den Atheisten etwas, das kann er nicht messen in einem Labor. Also existiert es nicht. Also deswegen sagte ich mit Atheisten, dann musst du den Fehler an sich beheben. Der Fehler ist ein erkenntnistheoretischer Fehler. Und nicht danach die Details. Erst einmal, was ist Wissenschaft? Was ist Erkenntnis? Woher entnehmen wir die Erkenntnis überhaupt? Und das Besondere zum Beispiel in der Islamwissenschaft ist, Ibn Taymiyyah rahimahullah hat die Logik von Aristoteles studiert, ja, bis ins Detail und hat ihn dann noch widerlegt in seiner Theorie, ja, in der aristotelischen Logik. Obwohl Aristoteles, wie ich vorhin gesagt habe, selbst eine Gegenströmung war gegen jene, die gesagt haben, guck mal, die Erkenntnis des Menschen ist durch seine Sinne und das ist relativ, ja, weil alles ändert sich. Das heißt, die Wahrheit ist relativ. Was du für wahr hältst, muss ich nicht für wahr halten. Und das ist die Aqida des Liberalismus heute. Das ist alt, das ist nicht neu. Nur das ist so eine Wiedergeburt dieser Gedanken. Es gibt nicht die Wahrheit, sondern je nach Blickwinkel, ja, kann das wahr sein und auch unwahr sein. Das, liebe Geschwister, zeigt sich auch in der Wissenschaftsgesellschaft. Damit wir auch wissen, wie es so abgeht in der Forschung und in der Lehre an Unis und so weiter, im Westen besonders. Wie hier gesagt wurde, jeder, der irgendwie, und wenn du Professor unendlich lang dein Professortitel ist, sobald du Gott erwähnst, weg. Es wird gar nicht erst zugelassen. Man nennt diese Leute dann Kreationisten. Also diejenigen, die an Gott glauben, die Wissenschaftler, die Bücher schreiben, die nennt man Kreationisten. Warum? Weil sie glauben daran, dass es einen Schöpfer gibt, ja? Und eine Schöpfung, Kreation. Ja? Kreationisten. Ein Beispiel ist, und zwar gab es einen Naturwissenschaftler, Francis Collins, ja, und der sollte das National Human Genome Research Institute leiten, okay, ein Institut. Was wurde dann gesagt? Einer, und zwar Jerry Cohn, sagte, ich möchte noch einmal betonen, dass der Mann zutiefst abergläubisch ist, bis zu dem Punkt, an dem er auf seiner Website Biologos, also ist seine Website, und seinem Buch The Language of God zulässt, dass sein Glaube seine wissenschaftlichen Ansichten kontaminieren. Da wird das nicht zugelassen. In der Wissenschaftsgesellschaft werden deine wissenschaftlichen Arbeiten nicht anerkannt, sobald da irgendein Funken ist, dass du an Gott glaubst. Wenn du das schreibst, weg, sofort. Ich kann also nicht anders als ein bisschen besorgt sein.
Obwohl dieser Collins ein Verfechter der Evolutionstheorie ist. Es gibt ja Leute, die versuchen, die Evolutionstheorie mit Religion zu vermischen. Ja? Allah ist der Schöpfer, aber nicht Adam ist das erste Geschöpf. Ja? Irgendwie so wollen die so einen Cocktail daraus machen. Und trotzdem will man ihn nicht haben. Kommen wir nun also zur Sache, wenn jetzt die Atheisten, wenn wir den Atheisten sagen, es ist Gott. Warum ist es Gott? Ja, schau dir die Schöpfung an. Diese Präzision deutet auf einen Wissenden hin. Aliens, was für Aliens? Einen Fähigen hin und so weiter. Und das ist eben Allah, dieser Fähige, diese höhere Macht, diese erste Ursache hat einen Namen. Allah, Gott, Jalla Jalaluhu. Da kommen die Atheisten mit dem Einspruch, ja und wer ist Schöpfer von Gott? Wie antwortet man? Wer ist der Schöpfer von Gott? Ja? Also, da wäre ich wieder bei den Soldaten. Genau. Wenn Gott eine Verschwörung macht, ja. Das ist auch eine Masche des Teufels. Baba, natürlich. Ja. Das, und wer hat Gott erschaffen und so einen Zuflucht bei Allah? Genau. Also, wenn Allah ein Schöpfer hat, Verschwörung, und der muss dann auch ein Schöpfer haben. Genau. Dann sind wir wieder bei der unendlichen Kausalitätskette. Genau. Jazakallahu khairan. Ja? Okay, genau. Also, dass die Zeit überhaupt ein Geschöpf ist. Ja, bitte? Barakallahu fiik. Liebe Geschwister, bei Atheisten muss man... Ja, bitte? Genau. Sehr wichtig bei Diskussionen, egal ob mit Atheisten oder mit anderen, auch innerislamisch, ja, mit Sekten und so weiter und so fort, nicht jede Frage ist eine zulässige, gültige Frage. Das heißt, ich mache immer ein Beispiel. Was ist 13 durch 0? Schreibt man in den Taschenrechner, irgendeine Zahl durch 0. Ja? Was sagt der Taschenrechner? Geh und lern erst einmal Mathe. Guck mal, selbst der Taschenrechner sagte, bitte respektiere mich und stell gescheite Fragen. Ja? Ich antworte nicht auf Unsinniges. Error. Deine Frage ist falsch. Deine Frage ist falsch. Du teilst durch nichts. Was ist das? Das bedeutet also, es gibt Fragen, die sind falsch. So zum Beispiel Gegensätze zu vereinen. Der fragt dich jetzt, vereine bitte die Gegensätze. Hallo? Gegensätze werden nicht vereinigt. Wie zum Beispiel, das werden wir noch mal detaillierter vielleicht auch noch behandeln, kann Gott einen Stein erschaffen, den er nicht tragen kann? So. Boah. Was jetzt? Wenn du sagst, er kann es, ist unfähig. Wenn er sagt, nicht kann, ist unfähig. Die Frage ist falsch. Warum ist die Frage falsch? Weil du hier Gegensätze vereinen willst. Kann ein Kreis viereckig sein? Habibi, ich kaufe dir einen Stift und mal ein paar Kreise und dann kannst du mir gerne nochmal die Frage stellen. Es gibt unnötige Fragen, unsinnige Fragen, Fragen, die nicht gestellt werden können. Warum? Weil sie Gegensätze vereinen wollen. Gegensätze können sich nicht vereinen. Wenn jetzt gefragt wird, wer ist der Schöpfer von Gott? Dann heißt es mit anderen Worten, was ist die Ursache der ersten Ursache? Hast du nicht gesagt, es ist die erste Ursache? Genau. Was ist die Ursache davon? Hallo? Erste, hast du gesagt. Erste. Bist du jetzt die Nullte oder was? Es ist die erste Ursache. Genau. Was ist die Ursache der ersten Ursache? Assalamu alaikum. Mit dem brauchst du nicht mehr zu diskutieren. Und deswegen, Rasul sallallahu alaihi wasallam erklärte uns, dass Shaitan diese Frage stellen wird, wie wir gleich sehen werden. Und was war die Antwort? Diskutier nicht mit ihm. Sag, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Tak, das war. Willst du mit dem Shaitan jetzt diskutieren? Der hat eine falsche Frage gestellt.
Also wird nicht diskutiert, sondern er wird verjagt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wie wir gleich sehen werden. Und zwar sagt Abu Huraira radiallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Shaitan kommt zu einem von euch und sagt, wer hat dies und jenes erschaffen? Ja? Wer hat den Baum erschaffen? Wer hat den Stuhl erschaffen? Und so weiter. Bis er sagt, wer hat deinen Gott erschaffen? Wenn jemand dies erreicht, wenn er so weit gekommen ist mit diesem Waswas, diese Einflüsterung, dann soll er bei Allah Zuflucht suchen und damit aufhören. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dann soll er jetzt bitte schön Logik und so weiter und die Argumente? Nein, nein. Die Frage ist falsch. Man beantwortet eine Frage, die richtig gestellt ist. Aber eine Frage, die falsch ist, da machst du es wie ein Taschenrechner. Shaitan sagt, wer ist der Schöpfer von Gott? Error. Deine Frage ist falsch. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem vertriebenen Teufel. Ebenso berichtete Aisha radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Shaitan wird nicht davon abhalten, bis er zu einem von euch kommt und sagt, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen? So sagt er Allah. Dann sagt er, und wer hat dich erschaffen? Dann sagt er Allah. Dann sagt er, und wer hat Allah erschaffen? Wenn jemand von euch dies bemerkt, dann soll er sagen, ich glaube an Allah und an seinen Gesandten. Das heißt was? Die Frage ist falsch. Das ist also wie bei der Frage, kann Allah einen Stein erschaffen, den er nicht tragen kann? Du sagst, das sind Gegensätze, die du hier vereinen willst. Das geht nicht. Und die Antwort hier, ich glaube an Allah und an seinen Gesandten. Was? Deine Frage ist falsch. Allah, was heißt ich glaube an Allah? Also ich glaube, dass er die erste Ursache ist. Und das hat mir der Gesandte gesagt. Sallallahu alaihi wasallam. Punkt. Was ist die Ursache der ersten Ursache? Was war vor dem Allerersten? Du hast so gesagt, Allererste oder nicht? Anfang. Was war vor Anfang? Hallo, das ist Anfang. Da vorher, was soll denn da sein? Er ist Anfang. Er ist der Beginn. Er braucht keinen Schöpfer. Er ist immer ewig. Und deswegen heißt er der Erste. Al-Awwal. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bald werden die Menschen sich gegenseitig so lange fragen, bis einer von ihnen sagen wird, Allah hat die Geschöpfe erschaffen. Wer hat dann Allah erschaffen? Wenn sie dies sagen, dann sagt Allah ist ein Einziger. Allah der Angestrebte. Er hat weder gezeugt, noch wurde er gezeugt. Und niemand ist ihm gleich. Dann soll er auf der linken Seite dreimal pusten. So. Und bei Allah Zuflucht vor dem Shaitan suchen. Ende der Diskussion. Das heißt, die Behandlung dieser Sache, dieses Waswas, in den Ahadith wurde erwähnt, die Bitte um Zuflucht bei Allah ist die Ada. Die Aussage, ich glaube an Allah und an den Gesandten. Die Aussage, Allah ist ein Einziger, also Surat al-Ikhlas. Das Pusten zur Linken und aufhören. Das sind die fünf Behandlungsmethoden gegen Waswas bezüglich dieser Fragestellung. Wer ist der Schöpfer von Allah? Allah ist der Erste. Noch einmal, diese Kausalitätskette muss einen Anfang haben. Wenn sie nie begonnen hat, dann würden wir nicht existieren. Hat ja nicht begonnen. Aber wir existieren doch. Also hat sie begonnen. Also gab es einen Anfang. Das ist Allah Azza wa Jalla. Wenn du jetzt fragst, wer ist Ursache von Allah, ja, dann würde ja die Kausalitätskette weitergehen. Und wer ist die Ursache von dem? Und wer ist die Ursache von dem? Und wer ist die Ursache von dem? Dann kommen wir zu was? Zu einer anfangslosen Ursachenkette. Also mit anderen Worten, eine Ursachenkette, die nie begonnen hat. Und hört euch nochmal vielleicht den Vortrag an, wo wir diese Beispiele gegeben haben mit dem Soldaten, mit dem Bushaltestelle. Gibt ja viele Beispiele, wie man diese Urewigkeit, ja, also die Unendlichkeit minus unendlich, also ohne Anfang, wie man das erklärt. An-Nawawi rahimahullah sagt, das bedeutet, diese Gedanken abzuwenden und Allah darum bitten,
zu bitten, diese Gedanken zu entfernen. Al-Maziri sagt, also Al-Nawawi zitiert Al-Maziri, der offensichtliche Wortlaut besagt, dass er sie aufgefordert hat, die Gedanken abzuwenden, indem man sie ignoriert. Das ist immer wieder das, was wir sagen bei Waswas. Ob das um Wudu geht, ob es um Salat geht, habe ich noch Wudu, kann ich noch beten, habe ich mein Wudu verloren. So fängt der Shaitan an. Der Shaitan wird nicht sofort kommen zu dir als gläubiger Mensch. Wer ist Schöpfer von Gott? Der Shaitan fängt an, habe ich noch Wudu? Harmlos. Wenn das einmal alle 3, 4, 5 Monate passiert, guck nach, ob du noch Wudu hast. Wenn das jede Woche passiert, Alarmstufe rot. Alarmstufe rot. Du bist befallen mit dem Waswas. Wenn das jeden Tag ist, möge Allah dich heilen. Du kannst geheilt werden. Aber du musst dir erstmal bewusst werden, ich bin krank. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, beim Waswas. Das ist sehr wichtig, weil der Shaitan will dich aus dem Islam rausschmeißen. Der fängt wo an? Hast du noch Wudu? Dem geht es überhaupt nicht um dein Gebet oder nicht. Er will dich aus dem Islam rausschmeißen. Aber der wird nicht sagen, hör mal zu, es gibt keinen Gott. Der sagt, geh nach Hause, Junge. Shaitan, was, bist du blöd? Ich bin ein Gläubiger. Das weiß er. Also sagt er dir, nö, Gott, Allah, Masha'Allah, Allah ist unser Schöpfer. Hast du Wudu? Hast du noch Wudu? Und dann, wenn du das zulässt, wenn das jetzt, du guckst das erste Mal, ja, der hat nachgeschaut, den kriege ich jetzt, sagt der Shaitan. Aber er weiß, ich muss dir ein bisschen Zeit lassen. Nach einer Woche, ich glaube, da ist wieder was ausgetreten. Was? Guck, ja, der hat wieder geguckt, den habe ich jetzt. So, und dann, die Zeit wird immer kürzer. Nach 3 Tagen, ich glaube, da war was. Und guck, fertig. Ich hab den, sagt der Shaitan. Jeden Tag. Hast du Wudu? 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 Jedes Mal. Und jetzt geht's. Wer ist Schöpfung von Gott? Einmal so. A'udhu billah. A'udhu billah. Okay, ich krieg dich noch. Hast du Wudu? Hast du Wudu? Hast du Wudu? Hast du Wudu? Und dann geht's. Wer ist Schöpfung von Gott? Und so weiter. Der wird dich verrückt machen. Und deswegen musst du schon zu Beginn, wenn du merkst, dass es öfter, einmal die Woche oder sogar öfter, Handbremse ziehen. Hast du Wudu? Ja. Aber ich glaube, du hast gespürt, da war was. Ich habe Wudu. Ich bin mir sicher, du hast es gespürt. Ich habe Wudu. Guck doch mal. Ich gucke nicht. Du hast doch gefühlt. Ich habe Wudu. Du bist dir doch sicher. Ich habe Wudu. Du musst ihn ignorieren. Du musst ihn ignorieren. Selbst wenn da was rausgekommen ist, selbst wenn du den Wudu verloren hast, du betest ohne Wudu. A'udhu billah. Wie ich bete ohne Wudu? Du bist krank. Du bist krank. Du bist nicht normal. Jemand, der Inkontinenz hat, also da tritt Urin aus oder eben Luft, krankhaft, kann das nicht mehr. Also die Muskulatur arbeitet dann nicht mehr so gut, der muss ja sein Wudu nicht mehr wiederholen. Der macht einmal Wudu und das war's. Und dann wieder, wenn er tatsächlich zum Beispiel auf der Toilette war. Aber diese krankhaften Ursachen, die muss er komplett ignorieren. Einige sagen, zu jeder Gebetszeit macht er Wudu. Andere sagen, nein, du machst einmal Wudu und betest so oft damit, bis du wieder auf der Toilette warst. Und das ist die malikitische Ansicht und ist auch die richtigere Ansicht. Wallahu a'lam. Warum? Weil der Rasul sallallahu alaihi wasallam, als die Frau, die ihre Zwischenblutung hatte, er hat sie nicht aufgefordert, zu jeder Zeit Wudu zu machen. Also die Ulama sagen, es gibt keinen Beleg, dass man zu jeder Zeit Wudu machen muss. Okay, aber es gibt diese 2 Ansichten. Eine Ansicht sagt, du bist krank, dann machst du zu jeder Gebetszeit, wo du einmal zum Dhuhr betest, so viel wie du willst. Dann wieder zum Asr betest, so viel wie du willst. Dann wieder zum Maghrib betest, so viel wie du willst. Die andere, die malikitische Rechtsschule, die besagt, nein. Du machst Wudu nur, wenn du wieder auf der Toilette warst. Aber dieses krankhafte Luftablassen, das ignorierst du komplett. Und das ist wichtig, besonders bei Waswas. Besonders bei Waswas. Da ist was raus. Egal, ich habe Wudu.
Du erneuerst den Wudu nicht. Und zwar mehrere Wochen, vielleicht Monate, und dann lässt dich der Shaitan wieder in Ruhe. Okay, schade, der ist mir entwischt. Ja, den habe ich jetzt nicht mehr. Aber wenn du dem Shaitan die Chance gibst, dich verrückt zu machen beim Wudu, wirst du bei dieser Frage landen. Wer ist der Schöpfer von Gott? Bin ich Gott? Es gibt Leute, die haben Waswas, die sind, also die denken, die seien Gott, andere seien Gott und so weiter. Der Shaitan wird dich verrückt machen. Was machst du? A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Koran lesen, Adhkar sagen und ignorieren. Und die Frage, die viele dann immer stellen, bin ich Kafir? Weil der hat Gedanken, die sind Katastrophe. Und die Sahaba selbst kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben gesagt, ja Rasulallah, wir haben Gedanken, die können wir dir nicht sagen. Das kann ich nicht artikulieren, kann ich nicht aussprechen. Schäm mich da, das ist zu schlimm. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Das ist der Glaube. Wie, das ist der Glaube? Ich habe Gedanken, die schlimm sind. Wie, das ist der Glaube? Ja, deine allergische Reaktion, das ist der Glaube. Du lebst noch. Die Tatsache, dass du unruhig bist, wie kann ich denn sowas denken? Das zeigt, das bist nicht du. Wenn du das wärst, du hättest ja gar kein Problem damit. Aber du bist doch unruhig, oder nicht? Dir geht's nicht gut. Du weißt, ich kämpfe dagegen etwas. Ja, was kämpft denn da? Das ist dein Herz, das ist dein Glaube, das ist dein Iman. Ja, bin ich jetzt kämpft? Du bist entschuldigt. Du bist krank. So wie jemand, der nicht fasten muss, wenn er nicht fasten kann. So wie jemand, der im Sitzen beten darf, wenn er nicht stehen kann. So wie jemand, der irgendetwas essen darf, ja, zum Beispiel Schweinefleisch, wenn er sterben sollte, oder sagen wir mal, Medikament ist Alkohol drin und es gibt keine Alternative und so weiter, das darf er trotzdem einnehmen. Also diese Notsituation, du bist psychisch krank. Also was ist denn bitte schon, was? Zwei Gedanken. Du bist krank, also du bist trotzdem ein Muslim. Ja? Aber du musst dich behandeln, wie? Indem du Allah Azza wa Jal gedenkst, indem du Koran liest, das dauert. Shaitan wird dich nicht in Ruhe lassen, nur weil du jetzt gemerkt hast, okay, Shaitan, ich habe gemerkt, du hast mich jetzt in die Falle gebracht, wird er dann sagen, oh, okay, du hast mich entlarvt, ich gehe jetzt? Er sagt, jetzt geht es erst richtig los. Jetzt werde ich dich verrückt machen mit dem Gedanken, bist du Gott oder bist du nicht Gott? Gibt es ihn Gott oder gibt es ihn nicht? Oder? Der macht dich wahnsinnig. Also musst du wissen, ja Rabbi, du weißt, ich will das nicht. Du weißt, ich bin befallen von diesen Zwangsgedanken. Ja Rabbi, Shaitan wird dir gesagt, nein, nein, du glaubst es wirklich. Ja Rabbi, ignorieren. Ja Rabbi, du bist der einzige Gott. Nein, nein, du glaubst, du bist der Gott. Ja Rabbi, la ilaha illallah, du bist der einzige Gott. Und so weiter. Ignoriere ihn. Ja? Es ist eigentlich leicht, du musst ihn nur ignorieren, aber das ist ja das Schwierige. Bei vielen, wie oft, ja, wenn mit mir Leute reden und sagen, ich kann nicht mehr und ich habe diese Gedanken und so, ignoriere es, ja, ich versuche es, aber nach ein paar Tagen, aber bin ich doch nicht Käfer? Was haben wir denn gesagt jetzt? Was haben wir denn gesagt jetzt? Du musst das ignorieren. Du kannst nicht Käfer werden, obwohl du es nicht willst. Du kannst kein Käfer sein, obwohl du Allah liebst. Aber ich habe Gedanken, dass ich ihn nicht liebe. Das ist doch der Shaitan. Diese Diskussion in dir, dieser Kampf, dieser Vulkanausbruch bei dir, ist doch Zeichen dafür, dass du ein gläubiger Mensch bist. Und deswegen, liebe Geschwister, muss jeder von uns immer, immer sich behandeln mit Koran. Mit Koran, besonders Surat al-Baqarah, wer so beeinflusst ist von den Zwangsgedanken, damit diese Shayatin schwächer werden. Also es ging hier weiter mit Al-Maziri. Der offensichtliche Wortlaut besagt, dass er sie aufgefordert hat, die Gedanken abzuwenden, indem man sie ignoriert. So lehnt man sie ab, ohne dies zu begründen oder sich Beweise für ihre Ungültigkeit zu betrachten. Ignorieren, nicht diskutieren mit dem Shaitan. Eine Sekunde mal. Aber wenn Gott und... Nein, nein. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Das heißt, geh weg. Geh weg, lass mich in Ruhe.
Dabei gibt es zwei Formen von Gedanken. Gedanken, die nicht fest verankert sind und nicht durch Scheinargumente herbeigeführt wurden, diese werden durch deren Ignorierung beseitigt, und dies meint dieser Hadith. Diese bezeichnet man als Waswas, also Gedanken, die kommen, aber du bist nicht derjenige, der das wirklich glaubt. Es sind Gedanken, die der Shaitan dir einflüstert. Da es sich also um etwas Unbeabsichtigtes handelt und keine Grundlage besitzt, wird es ohne Beweisführung behoben. Sollten diese Gedanken aber fest verankert sein, die durch Scheinargumente herbeigeführt wurden, dann werden diese nur durch Beweisführung und Widerlegung behoben, und Allah weiß es am besten. Also was? Jemand hat wirklich Gedanken des Atheismus. Das ist nicht nur so ein Waswas, sondern der hat wirklich Gedanken irgendwie vom Atheismus. Ja, der muss dann lernen natürlich. Der muss dann lernen, wie man Atheismus widerlegt. Aber die meisten, 90% derjenigen, die diesen Waswas haben, das sind keine Atheisten oder haben nicht Probleme mit dem Atheismus, sondern dieser Waswas kommt. Und da wird nicht diskutiert, sondern es wird ignoriert. Die Aussage, jetzt geht es weiter bei An-Nawawi, rahimahullah, dann soll er bei Allah Zuflucht suchen und damit aufhören, bedeutet, wenn dieser Waswas auftaucht, dann soll er bei Allah um Hilfe bitten, um sein Übel abzuwenden, und er soll nicht mehr darüber nachdenken. Diese Gedanken sind Einflüsterungen des Shaitan, der damit Unheil und Irreführung bezwecken möchte. So soll er diesen Einflüsterungen kein Gehör schenken und sie damit unterbrechen, indem er sich mit etwas anderem beschäftigt. Beschäftige dich mit etwas anderem, natürlich am besten mit Ibadah, wenn es geht. Aber auch wenn es nicht geht, geh mit deinen Brüdern raus, oder wenn es eine Schwester ist, mit deinen Schwestern, mach etwas, oder beschäftige dich, sei nicht alleine. Das sind alles Aspekte, die dazu führen, dass man nicht auf diese Gedanken kommt. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, einige, die diesen Weg eingenommen haben, wie Ar-Razi und andere, wurden gefragt, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht aufgefordert, beim Waswas die deutlichen Beweise für die Ungültigkeit der unendlichen Kausalkette und des Zirkelschlusses zu betrachten. Zirkelschluss, also der Grund ist auch Ursache. Ja? Also der Grund von dem ist selbst Ursache. Das ist ein Zirkelschluss. Sondern bei Allah um Zuflucht zu suchen, dieser antwortete, also Ibn Taymiyyah zitiert hier Ar-Razi. Ar-Razi gehört zu den Kalam-Wissenschaftlern, ja? also Kalam-Schulen, ja? Ash'ari. Dies gleicht jemandem, den ein Hund auflauerte und ihn anbellt, um ihn zu verletzen und ihm seinen Weg abzuschneiden. Mal schlägt er ihn mit dem Stock, mal bittet er den Besitzer, ihn aufzuhalten. Die Beweisführung ist der erste Weg, welches Erschwernis hält. Die Beweisführung ist genauso wie dieser Mensch, der diesen Hund mit Stöcken bewirft oder Steinen bewirft. Die Beweisführung ist der erste Weg, welches Erschwernis enthält. Und die Suche nach Zuflucht bei Allah ist der zweite Weg, der viel einfacher ist. Also wenn er einen Besitzer hat, dass du zum Besitzer gehst und sagst, kannst du ihn mal bitte bei dir lassen? Nimm ihn mal bitte an die Leine. Und so ist es, wenn du sagst, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya Rabbi, bringe den Shaitan von mir weg. Ibn Taymiyyah sagt jetzt, einige kritisierten diese Antwort damit, dass dies bedeutet, dass die Beweisführung damit stärker und vollkommener sei. Doch dem ist nicht so. Vielmehr ist die Suche um Zuflucht vollkommener und stärker. Also einige sagen, nee, warum, der soll sich jetzt mal 5 Bücher durchlesen über Logik, über das und so weiter. Ja, das ist viel effektiver. Ibn Taymiyyah sagt, nein. Dass du Allah bittest, dass er dich rettet, das ist viel effektiver. Denn die Abwendung des Waswas vom Herzen durch Allah ist vollkommener, als wenn der Mensch dies von sich abwendet. Also wer ist stärker, du oder Allah subhanahu wa ta'ala? Allah jalla wa ala. Dazu ist zu sagen, dass die Frage ungültig ist, sowie auch die beiden Antworten. Also die Frage, wer ist der Schöpfer von Allah? Und dann die Antworten, eben, dass man es mit Beweisführung macht. Denn diese Rede basiert auf der Annahme, dass diese Gedanken auf zwei Wegen abgewendet werden können.
Zum einen die Beweisführung und zum anderen die Suche nach Zuflucht, zu welcher der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgefordert hat. Dann sagt er, also wie man mit diesem Aspekt umgeht. Erstens, die Beweisführungen, die zum Wissen führen, begründen sich auf notwendige und natürlich veranlagte Prämissen. So bezieht sich jedes Wissen, das der Beweisführung bedarf, auf notwendiges Wissen. Also, was, jetzt wird es ein bisschen komplexer. Er sagt, wenn du jetzt argumentierst, brauchst du grundlegende Aspekte, die keiner Beweisführung bedürfen. Zum Beispiel, Gegensätze können nicht vereint werden. Musst du das beweisen? Nein, das weiß jeder Mensch. Dass die Hälfte weniger ist als das Ganze, musst du das beweisen? Nein, das weiß jeder Mensch. Das nennt man notwendiges Wissen. Also Wissen, das kennst du schon seit der Geburt. Auf dieser Grundlage wirst du beweisen, wie wir vorhin gesagt haben. Warum kann es keinen Schöpfer Allahs geben? Entschuldigt, bei dem anderen Beispiel, und zwar kann Allah einen Stein erschaffen, den er nicht tragen kann. Was haben wir denn gesagt? Nein, diese Frage ist falsch. Warum? Jetzt nehmen wir das Repertoire, das wir besitzen, mit der Vernunft, das notwendige Wissen. Weil Gegensätze sich nicht vereinen können. Das meint Ibn Taymiyyah rahimahullah. Du Mensch, du hast einen Verstand. Dieser Verstand oder auch die Fitra, Allah hat dir die Basics gegeben. Dazu gehören Grundsätze, wie zum Beispiel Gegensätze können sich nicht vereinen, alles muss eine Ursache haben und so weiter und so fort. Das sind Grundsätze. Das sind Werkzeuge, mit denen arbeitest du, wenn du beweist. Ist das klar? Also wenn er sagt, so bezieht sich jedes Wissen, das der Beweisführung bedarf, auf notwendiges Wissen, das keiner Beweisführung bedarf. Dann gibt es noch einiges, was aber, glaube ich, dann jetzt zu kompliziert wird. Ich überspringe das mal. Er sagt, das Gedenken Allahs wendet die Einflüsterungen über die notwendigen Tatsachen ab. Heißt was? Die Einflüsterungen, Shaitan will dir jetzt einflüstern, dass Gegensätze sich vereinen, zum Beispiel. Das sind die notwendigen Sachen. Also Sachen, die du nicht belegen musst, die kennt jeder Mensch. Diese Form des Waswas ähnelt dem Waswas, den viele Menschen bezüglich der Gottesdienste empfinden, sodass er dazu führt, daran zu zweifeln, ob man den Takbir aufgesagt hat oder nicht im Gebet, ob man Surat al-Fatiha gelesen hat oder nicht, ob man die Absicht für den Gottesdienst gefasst hat oder nicht, ob man das Körperteil gewaschen hat oder nicht. So führt er zu Zweifeln bezüglich der Sinneswahrnehmung und der Gottesdienst. Also, Ibn Taymiyyah rahimahullah hat viel, viel mehr darüber gesagt, aber damit das jetzt nicht zu kompliziert wird, wichtig ist beim Waswas, liebe Geschwister, ob bei der Ibadah oder bei der Aqidah, ignorieren, und zwar von Anfang an, das muss man sofort riechen. Es kann natürlich sein, dass du mal erkrankst, ja, besonders diese Inkontinenz, ob Luft oder Urin oder auch Kot gibt es auch. Möge Allah uns bewahren und die Kranken heilen. Wichtig ist, wenn du beim Arzt warst zum Beispiel oder du weißt von dir, ich bin nicht krank. Alhamdulillah, ich habe keine Inkontinenz. Aber ich spüre immer, dass etwas austritt. Dann ist das Waswas. Weil wenn du krank wärst, dann wärst du ja beim Arzt, der Urologe würde das prüfen und so weiter und gucken, ja, du hast Inkontinenz, bitteschön, du kriegst Inkontinenzeinlagen und wirst behandelt. Nein, ich war beim Arzt, er hat gesagt, tipptopp, alhamdulillah, alles in Ordnung, aber du empfindest es trotzdem. Was bedeutet das? Was? Also was? Ignorieren. Ja, wie soll ich beten? Genau so immer. Und was, wenn ich etwas spüre, das gerade austritt? Weiter beten. Ja, aber es kann doch nicht sein, doch, du bist krank.
Nein, der Urologe hat gesagt, ich bin nicht krank. Du bist krank mit Waswas. Und das musst du dann unterbinden, ansonsten geht es weiter zur Aqidah. Also Shaitan fängt mit Ibadat an und geht dann weiter zur Aqidah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor den Einflüsterungen des Teufels bewahren und möge Allah azza wa jal unseren Iman festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.